Worüber denkst du nach? Wie ich das Intro anfange. Spann deine Arme an. Jetzt die Brust. Deine Nasenflügel. Und jetzt die Lippen. Ich bin soweit. Bist du bereit? Jawohl. Okay, dann fangen wir an. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde des guten Geschmacks. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe das nächste Projekt für euch und zwar einen Opel Insignia Opel C. Gleich gibt's technische Daten. Gleich gibt's Auf- und Zuszählen. Gleich gibt's GoPro-Aufnahme. Gleich gibt's eine Aufnahme von der neuen Abgasanlage. Aber bevor das alles passiert, ein Carport und los geht's. Kommst du mal auf die geilsten Locations, muss ich sagen, Alter. Schlecht, oder? Kann man machen. Ja, ich bin aber hier groß geworden. Ich kenne die größten Standecken und aber auch die besten Ecken. Ich fühle mich am wohlsten in den Standecken. Ich muss sagen, seitdem ich aus Hagen weg bin, fühle ich mich auf jeden Fall viel besser. Aber du bist ja... Du bist aber in Hagen vorne, Bruder. Hier bin ich groß geworden. Zoom da ran. Siehst du das? Also San Francisco, New York, Vorhalle, Istanbul, das kann man alles in einem Satz erwähnen, oder? Yes, Sir. Metropole hoch 10. Geil ist aber natürlich für uns, was ich halt immer so ein bisschen mitbekomme durch andere Leute, die feiern das immer, dass halb Europa zu uns kommt, die Abgasanlagen, um umzubauen oder sich eine bauen zu lassen, weil die meisten hauen immer aus Hagen ab. Wir haben es hinbekommen, dass Leute nach Hagen kommen, weil es hier was gibt, was sie feiern. Adam und Daniel for President. Wir haben hier einen Opel Insignia, OPC, Baujahr 2012. Wir haben 2,8 Liter Hubraum. Also 2792 Kubik, 239 kW, sprich 325 PS und die V-Max beträgt 260 km/h. Was kann man über dieses Auto sagen? Ich muss gestehen, das ist das erste Mal, dass ich in diesem Auto sitze, also speziell auch mit der Motorisierung. 2,8 Liter, weit über 300 PS von außen, muss ich ganz ehrlich sagen, für ein Kombi. Richtig geil, wirklich, hätte ich nicht gedacht, gefällt mir. Da denkt man sich schon wirklich, wenn du mit dem fährst und auch die Leistung hast, dann denkt sich der eine oder andere schon, was ist das denn für ein Kombi? Hier. Was ist das für ein Kombi? Exterieur, also außen ist das Auto geil, von innen noch ein Ticken geiler. Ich war nie ein Freund von Opel, weil die halt so ein bisschen meines Erachtens das Zeitalter verpasst haben mit der Innenausstattung. Aber die Sitze, der Recaro ist so sexy, das Panoramadach ist geil. Auch hinten finde ich das Ambiente schön. Von vorne ist es auch gut aus, verarbeitet, kann man ganz ehrlich sagen. Aber auch die kleinen Akzente mit den OPC-Zeichen hier auf dem Schaltknopf, auf dem Lenkrad draußen. Er hat was, gefällt mir der Wagen. Und Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Ich habe geguckt, die Dinger kriegst du für 10 Mille. Ja. Hat was. Ich persönlich würde jetzt sagen, das kann jetzt nicht mit so einem RS4-Kombi mithalten. Von der Verarbeitung vielleicht nicht, nein. Von der Verarbeitung aber nicht. Aber das kann sich aber auch preislich auch ganz, ganz groß unterscheiden, ne? Darf man nicht vergessen. Ja. Wir sind aber keine Autospezialisten, um darüber urteilen zu können, was gut und schlecht ist. Aber wir können es loben. Und das ist tatsächlich so, dass es so ist, wie es ist. Und dazu müssen wir natürlich passende Abgasanlage bauen. Das haben wir gemacht. Und nun zeigen wir euch die neue Abgasanlage. Genug gesehen von der Optik, jetzt geht's zum Klang. Wir fahren jetzt zu unserem Spot. Wir sind jetzt auch schon gerade hier, das Auto ist warm gefahren. Jetzt machen wir die Auf- und Zuziehen und das wird Knorke. Bis gleich.
gerade genau auf den Punkt gebracht. Nicht zu laut, schön dumpf. Hier drin brummt es schön, aber auch angenehm am Brummen. Also einsteigen bitte. Oh, hast du gerade gepopelt? Nein, ich popel nicht. Ich esse sie nur. Verehrte Damen und Herren, jetzt nun die GoPro-Aufnahme von 0 bis 100. Los geht's.